Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Ich mag es sonntags in den Streaming-Diensten zu stöbern. Wir haben so ziemlich alle Dienste abonniert und manchmal ja, schaue ich auch nach, was ich unter den Begriffen Kuba mit K und Kuba mit C finde. Es ist schon eine Weile her, aber ein Film hat mich über die letzten Jahre nicht losgelassen. Ich habe zu dem Film 2017 schon auf meiner Website eine kleine Rezension geschrieben. Die Rede ist von der Langzeitdokumentation Kuba and the Cameraman vom Emmy-gekürten Filmemacher John Alpert. In der Doku Kuba and the Cameraman porträtiert er das Leben von drei kubanischen Familien über 4 Jahrzehnte hinweg. Abonniert jetzt meinen Kanal, wenn ihr an Themen rund um Kuba interessiert seid. Ihr bekommt Kuba-Content und durch mehr Abonnenten, Klicks, Likes und Kommentare werden die Videos mehr Leuten vorgeschlagen. Also Win-Win. Der Film beginnt in den 70er Jahren mit dem Ziel, die Missstände in den USA zu filmen. Auf der anderen Seite sehen wir Kuba, wie es floriert. Doch nicht nur das, vor allem sehen wir auch Menschen, die aus Kuba fliehen möchten. Die Ansichten zur Revolution sind sehr verschieden in der Bevölkerung. Aus diesem Grund entscheidet sich das Filmteam, Kuba zu besuchen und sich selbst ein Bild zu machen. You know, when I first came to Cuba, cell phones weren't invented. And I was in my early 20s. And I've been coming back for 5 decades. Making friends with everybody. Trying to tell the story of Cuba. In Kuba angekommen, fängt John Alpert an, Menschen aus allen Bereichen zu interviewen. Er sucht Schulen auf und interviewt Schüler. Er besucht eine Farm und spricht dort mit 3 Brüdern. Er redet mit Bauarbeitern und Ärzte, sowie mit Verkäufer und Taxifahrer. Doch vor allem spricht er auch mit Fidel Castro. Sein Team gehört zu einem der wenigen US-amerikanischen Filmteams, die Fidel Castro interviewen und auch begleiten durften. Der Film zeigt auf beeindruckende Weise, wie man unaufgeregt einen authentischen Einblick in das Leben kubanischer Familien erhält. Über 40 Jahre sehen wir immer wieder die gleichen Menschen, wie sie anfangs noch gut mit dem Leben können, was sie haben. Über die Jahre hinweg erschwert sich die Situation für die Bevölkerung Kubas bis Mitte der 90er Jahre, als man den Tourismus für sich entdeckte. Doch davon haben nicht alle etwas. Wie zum Beispiel die 3 Brüder, die als Bauern ihr ganzes Leben zusammen gelebt und gearbeitet haben. Bis ins hohe Alter von 90 Jahren und mehr. Wir begleiten eine Schülerin, die nur wenige Jahre später selbst 2 Kinder hat und dann irgendwann in die USA ausreist. Und wir sehen einen Tausendsasser in Havanna, der sich mit allen möglichen Jobs über Wasser hält. Der Film hat mich sehr beeindruckt und die fast 2 Stunden Laufzeit fühlen sich weitaus weniger an. Der Film ist kurzweilig, unterhaltsam, herzlich, lustig und spannend zugleich. Die ganze Zeit sitzt man da und möchte wissen, wie es mit den Familien weitergeht, was bei ihnen in der Zwischenzeit passiert ist und wie sie über das System denken und reden. Einfach nur ein schöner Film, den ich allen ans Herz legen möchte. Nicht nur für Kuba-Fans. Der Film ist auf Netflix zu finden und gehört zu den wenigen Filmen über Kuba, die ich mir immer wieder angucken kann. Eine klare Empfehlung. Das soll es für heute gewesen sein. Am Mittwoch sind wir beim Konzert von Ricardo Arjona. Also wird unser Konzertbesuch das nächste Video am kommenden Sonntag sein.
Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Kommentiert und liked dieses Video. Wir sehen uns, ja, nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, saludos, ciao.